Hier haben wir jetzt die Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene zu bestimmen. Und zwar haben wir eine ganz normale Geradengleichung und eine Ebene in normalen Form. Wir können das jetzt einmal umformen in eine Koordinatenform, müssen wir aber nicht. Wir können das auch in normalen Form berechnen. So, das bedeutet, wir können hier die x-Koordinate für die x-Koordinate dieses Vektors einsetzen. Das sieht dann folgendermaßen aus. 1 plus 4r, 0 plus 2r und 1 minus 3r, das ist die Geradengleichung, ist eingesetzt für den x-Vektor. Zack, minus 3, 8, minus 1 mal 4, 1, ups, hier müssen natürlich Klammern rum, weil erst wird das hier ausgerechnet, hier sind ja auch so Klammern drum, habe ich gerade vergessen, mal den normalen Vektor ist gleich 0. So, jetzt kann ich den Kram hier entweder schon gleich so ausmultiplizieren oder aber ich kann erst hier noch 1 minus 3 und 0 minus 8 und so weiter ausrechnen. Ja, ich werde das jetzt mal folgendermaßen machen, so wie ich das hier auf meinem Zettel auch stehen habe. Dann nehme ich nämlich hier diese Klammern hier weg und schreibe dann hier ein Minus, Minus und ein Minus hin. Dann habe ich das jetzt alles in eine Vektorklammer geschrieben. Jetzt kann ich 1 minus 3 rechnen. 1 minus 3, weil das sind ja die beiden Zahlen, sind dann minus 2, also 4r minus 2. 0 fällt eh weg, 2r minus 8 ist die y-Koordinate und 1 minus minus 1 ist plus 2. Einmal kontrollieren, weil mir bei solchen Sachen gerne mal was durchrutscht. Nee, habe ich jetzt auf jeden Fall so auch geschrieben. Und jetzt werden hier Pfeile abgeschossen. Und zwar ist es ja ein Skalarprodukt, das heißt, wir rechnen die x-Koordinate mal die x-Koordinate. Und freuen uns dann einen Wolf. Denn hier steht dann 4r minus 2 mal 4 plus 1 mal 2r minus 8 plus 0 mal das. Das können wir sparen, weil hier steht eine 0. 0 mal irgendwas ist immer 0. Dann rechnen wir das hier aus. Sind 16r minus 8 plus 2r minus 8 ist gleich 0. Diese beiden Zahlen sind minus 8 und minus 8, sind zusammen minus 16. Holen wir auf die andere Seite rüber, sind dann 16, ist gleich 16r plus 2r ist 18r. Wir teilen das Ganze nochmal durch 18, dann sind wir 16 Achtzehntel und 16 Achtzehntel ist 8 Neuntel. Auch hier wieder die Interpretation, wenn wir ein r rauskriegen, dann haben wir einen Schnittpunkt zwischen der Ebene und der Geraden und können dieses r hier einsetzen und bekommen dann den Schnittpunkt raus. Wenn wir das einsetzen, kriegen wir den S-Vektor gleich, ups, 4, 5 Neuntel und Y ist 2, 7 Neuntel und das andere ist minus 1, 2 Drittel. Ja, wenn ich mich verrechnet haben sollte, bitte unbedingt was dazu sagen. Wir haben jetzt 3 Minuten 10 dafür verbraucht. Dann wollen wir jetzt auch nochmal gleich gucken, wie das aussieht, der ganze Kram, wenn wir das vorher umformen. Denn ich finde, dieses mit den großen Vektorklammern finde ich einfach ein bisschen, sage ich nicht. Ja, ist unfein. Wir können erstmal diese Ebene hier in Koordinatenform umwandeln. Dann haben wir hier die Koeffizienten der Koordinatenform. Dann steht hier also 4x plus y plus 0z ist gleich. Und hier drüben steht dann immer das Skalarprodukt zwischen dem normalen Vektor und dem Ortsvektor hier. Also 4 mal 3 ist 12. Können wir auch ruhig hier hinschreiben. Plus 1 mal 8 ist plus 8. Also sind das dann insgesamt nachher 20. 4x plus y gleich 20. Und da setzen wir dann jetzt auch für x und y jeweils die Koordinaten der Geradengleichung ein. Dann steht hier 4 mal 1 plus 4r plus 0 plus 2r gleich 20. Dann steht hier 4 plus 16r plus 2r gleich 20. Wir rechnen minus 4 und rechnen die r's zusammen, sind 18r gleich 16 und dann ist r gleich 8 Neuntel. Und ich persönlich finde diesen Weg hier durchaus viel eleganter und weil er auch vor allen Dingen schneller geht, ist es oftmals empfehlenswert, gerade bei Klausuren. Bei anderen Sachen, wenn man jetzt sagt, okay, ich soll ja eine Viertelstunde reden in der mündlichen Prüfung, dann kann man natürlich sich auch anders entscheiden. Wobei dieses Verfahren hier durchaus auch, man kann das ja erklären, man kann ja sagen, man kann das und man kann das und man selber findet das hier eleganter, dann werden die Leute in der mündlichen Prüfung wahrscheinlich schon Augen machen wie
Wagenräder. Gut, wenn es dazu Fragen gibt oder ich mich verrechnet haben sollte, was ich nicht hoffe in diesem Fall, weil ich das häufig genug gerechnet habe, dann bitte ich um einen zivilen Kommentar. Nein, immer alle schon zivile Kommentare, das ist schon kein Problem.